Herzlich willkommen, wir sind bei der Monatslegung September 2018 für die Liebe. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir schauen mal, was die Liebe euch im Monat September zu bieten hat. Bin auch schon ganz gespannt, das sieht gut aus, rein astrologisch gesehen schon mal. Ja, und wir gucken uns die Energien an, wir gucken uns an Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und wie die Aussichten sind mit den Liebeskarten. Ja, den Liebesengeln von Doreen Virtue. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Legung. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen, liebe Widder, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind im Monat September und bei der Liebe. Schön, dass ihr wieder da seid. Denkt dran, allgemeine Legung kann nicht immer für jeden und immer gelten. Ihr überlegt euch, was euch dabei weiterhilft in eurer Situation und benutzt das dafür als Anregung, als ja, Idee. Entscheiden und durchleben müsst ihr das ja eh selber. Aber wenn ihr was mitnehmen könnt und euch das weiterhilft, dann bin ich zufrieden. Gucken wir mal, welche Energien so von außen auf dich als Widder zukommen. Dann schauen wir mal, was wir da haben. Deine Umwelt, deine Leute um dich herum. Wir haben die 9 der Münzen. Das ist Unabhängigkeit, das ist Selbstständigkeit, Freiheit. So. Und ja, die Leute um dich herum sind halt, ich sag mal, recht unabhängig. Das ist ja ganz schön. Dann gucken wir mal, was du so hast. Wir haben hier die Vergangenheit, weil das bestimmt ja auch unser Liebesleben mit, was so passiert ist. Bisschen darüber, dass man das besser sieht, die Gegenwart und die Zukunft. Also. Damit wir das alles unterbringen können. So, schauen wir mal, was wir da haben. In der Vergangenheit haben wir die 2 der Kelche, also eine Partnerschaft oder eine Freundschaft auf Augenhöhe. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Das ist schön. Dann haben wir noch in der Vergangenheit den Prinzen der Stäbe. Das wäre so wie der Ritter der Stäbe. Das ist eine feurige, leidenschaftliche Energie, die gerne auch mal hervorprescht. Ist nicht immer günstig, weil das schon mal übers Ziel hinausschießen heißt oder halt auch, dass, sagen wir mal, ja, die Leidenschaft dann auch schnell abflaut wieder. Was haben wir noch? Wir haben die Königin der Kelche. Sehr viel Gefühl, auch so ein bisschen sich kümmern, ja, für jemanden da sein. Das mal hier so. Dann haben wir in der Gegenwart die 2 der Münzen. Das heißt, so ein bisschen Sicherheit, Stabilität jonglieren, auch in der Partnerschaft. So ein bisschen noch nicht so ganz entschieden, welche Richtung das gehen soll. Ja, erstmal abwarten, vielleicht gucken, ob es gut läuft. Wenn du jemanden kennengelernt hast, vielleicht, wenn du Single bist, kann das auch sein, dass du dir noch nicht sicher bist, ob das der oder die richtige Partner oder Partnerin ist. Und dann haben wir hier in der Gegenwart den König der Kelche. Das ist auch jemand, der seine Gefühle im Griff hat und genau weiß, was er will. Und natürlich auch, wie er jemand anderen für sich gewinnen kann. Das ist auf jeden Fall nicht unpraktisch. So, dann haben wir in der Gegenwart die Hohepriesterin. Das ist das Bauchgefühl, das ist Intuition, das ist das richtige Tun, wenn man sich nach seiner Intuition ein bisschen richtet, hört, was der Bauch sagt zu den einzelnen Entscheidungen und was wichtig ist. Jetzt ganz wichtig, die Zukunft. In der Zukunft haben wir die 10 der Kelche. Also das, was du dir wünschst in Sachen Beziehung, Liebe, Partnerschaft. Das, was du dir wünschst, die Erfüllung. Sehr schön. Was haben wir noch in der Zukunft? Wir haben die 10 der Stäbe. Lasten abwerfen, ja, sich nicht belasten mehr. Vielleicht Altlasten loswerden. Das ist auch ein voller Zyklus, also auch das Erreichen von Dingen. Dann haben wir noch die 8 der Münzen. Das heißt arbeiten und auch Beziehungen, Freundschaften, Familie, mit Leuten zusammen sein, ist auch immer ein Stück Arbeit. Ja?
So, kleinen Moment. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen justiert, damit ihr das besser sehen könnt. So, dann schauen wir mal. In der Vergangenheit, zwei der Kelche. Also du hast jemanden gefunden, dem du auf Augenhöhe begegnest und umgekehrt. Prinz der Stäbe ist leidenschaftlich, da reinrauschen, sich gut fühlen. Königin der Kelche bedeutet, sich gegenseitig auch unterstützen, sich so ein bisschen pampern, ja, sich gut tun. In der Gegenwart, also praktisch ab dem Zeitpunkt, wo du diese Legung siehst, haben wir die zwei der Münzen. Das heißt, so ein bisschen überlegen, wo soll die Reise hingehen, was wollen wir erreichen. König der Kelche ist Romantik, natürlich auch Gefühl und auch, ja, die Gefühle der anderen zu schätzen wissen. Die Hohepriesterin ist sehr wichtig. Das Bauchgefühl sagt dir, was dein Partner braucht, was du brauchst, ja, oder deine Partnerin, ne? Das ist natürlich alles immer geschlechterunabhängig, das sind einfach nur die Energien. 10 der Kelche liegt in der Zukunft, also das, was du dir wünschst, wirst du erreichen. 10 der Stäbe bedeutet ja, dass du Lasten abwirfst. Wahrscheinlich dadurch, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin den oder diejenige gefunden hast, die dir auch unterstützend unter die Arme greift, dich genug liebt, dass du die Dinge auch schaffen kannst. Umgekehrt natürlich genauso. Und da wir ja diese Unabhängigkeit so als allgemeine Energie haben, ist dein Partner oder deine Partnerin auch unabhängig und das ist tatsächlich eine Begegnung auf Augenhöhe und das finde ich ganz toll. Gucken wir mal, was müssen wir denn noch klären? Ja, was ist denn hier das, was so reinrauscht? Ja, Mäßigkeit. Das heißt, du hältst dich auch schon so ein bisschen zurück, dass die Leidenschaft nicht überhand nimmt und alles andere abdeckt, denn hier ist es ja auch wichtig, dass man füreinander da ist. Was ich noch interessant finde, ist die 2 der Münzen. Und da haben wir die 4 der Kelche. Das heißt, möglicherweise hast du noch ein anderes Eisen im Feuer oder zumindest jemanden, der dir ein spezielles Angebot macht. Aber ich denke, da du in einer guten Beziehung bist, wirst du dieses Angebot nicht annehmen. Ja? Bist zwar nett, aber du hast das, was du dir wünschst mit dem König der Kelche und der Hohepriesterin. Schauen wir doch mal, was die Hohepriesterin noch als wichtig erachtet für deine Beziehung oder mögliche Beziehung. Königin der Stäbe. Das bedeutet, sei ganz du selbst. Ja, verstell dich nicht, du bist ja ein Feuerzeichen. Und ich denke mal, entweder ist dein Gegenüber ebenfalls ein Feuerzeichen oder aber es heißt einfach, sei du selbst, verstell dich nicht. Ja. In der Zukunft 10 der Kelche, was, da muss ich nicht viel zu sagen. Ich guck mal, was du für eine Last hast, die du abwirfst. Und das ist diese Sachlichkeit, dieses Barsche vielleicht. Königin der Schwerter ist auch jemand, der nicht so gefühlvoll ist. Vielleicht hat das einfach das Ganze so deine Gefühle geweckt und du bist eigentlich ganz zufrieden damit. Und die Arbeit, gucken wir noch, was ist das an Arbeit, was du so noch vor dir hast? Page der Stäbe, das heißt ein leidenschaftliches Projekt entweder oder auch in eurer Beziehung geht es Schritt für Schritt voran. Ihr stellt euch zusammen hin und überlegt euch, was wollen wir eigentlich und wie können wir das miteinander verbinden. Weil die Energie ist ja eigentlich recht unabhängig, aber da ihr euch auf Augenhöhe begegnet, was auch die beste Voraussetzung ist für eine gute Partnerschaft, schauen wir mal, was jetzt noch die Liebeskarten sagen. Also es sieht alles sehr gut aus. Ich ziehe mal 3 Karten für den Widder. Was haben wir denn da? In der Vergangenheit. Deinen Seelengefährten herbeirufen. Den hast du herbeigerufen. Huch, Entschuldigung. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Das hat wohl funktioniert. In der jetzigen Gegenwart. Gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Ich denke, das tust du. Du lässt das nicht in Gefahr kommen durch irgendwie einen Dritten. Du bist du selbst. Wunderbar. In der Zukunft. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Ja, vielleicht ist das ein Ex-Partner, Ex-Partnerin und das sollte endgültig vorbei sein, denn du hast alles, was du brauchst in der Beziehung. Und wenn du Single bist, dann bedeutet das einfach auch, mach dich frei von dem, was in der Vergangenheit war, sei du selbst, ja, und
Wenn du alleine bist und jetzt noch jemanden suchst, hast du ihn auf, oder sie auf jeden Fall herbeigerufen und kümmerst dich um dich selbst. Und ich sag mal, tust dir selber gut, das ist wichtig. Ja? Und du hast das Ziel und du solltest das auch nicht aus den Augen verlieren, damit du eben ja, dein Ziel letztendlich auch erreichst. Dann ziehe ich jetzt noch eine Orakelkarte von den Delfinen und Meerjungfrauen. Gesegnete Veränderung. Eine bedeutende Lebensveränderung schenkt dir großen Segen. Ja, damit bedeutet das für mich, wenn du in der Partnerschaft bist, arbeitest du daran. Ja, das hatten wir nicht hier, sondern hier. Dass du daran arbeitest. Du hast das Ziel vor Augen und daran arbeitest du. Wenn du alleine bist, ebenso. Ja, du kümmerst dich dann um dich selbst und hörst auf dein Bauchgefühl und weißt genau, ja, wenn ich selber bin, dann ziehe ich auch die Leute an, die zu mir passen. Ja? Also für den September, Holdrio, alles super, alles gut. Gib dir Mühe, steht ja auch da. Ne? Gib dir mal Mühe. Nein, aber es heißt ja einfach, dass wie gesagt Partnerschaft oder auch das Ziel zu einer Partnerschaft bedeutet, dass du ja daran arbeiten musst. Und wenn du in einer Beziehung bist, musst du auch daran arbeiten, einfach weil deine Beziehung sich ja auch verändert. So wie du dich veränderst, dein Gegenüber sich verändert. Und dann muss man immer wieder zusammenfinden, Kompromisse suchen, Probleme lösen und so weiter. Jedenfalls wunderbare Energien, viel Erfolg, viel Glück, viel Liebe vor allen Dingen und ganz liebe Grüße von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen, du kannst was damit anfangen und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bis bald. Tschüss.